Glühlampentausch in der Kleinmachnower Bibliothek. TKS-Zeit war Gast bei einer Aktion der lokalen Agenda 21. Das sind hier hunderte Glühlampen, die Kleinmachnower Bürger heute zurückgebracht haben, um sie gegen eine LED-Lampe auszutauschen, die sie von der Agenda Kleinmachnower bekommen. Josefine, habt ihr die mal gezählt? Nee, wir haben die noch nicht gezählt. Also ein paar hundert sind's. 100 bis 200 sind's. Probieren Sie die aus. Probieren Sie die aus. Wir haben keine mit den kleinen Fassungen mehr. Sind das Elektrospannlampen der ersten Generation? Das ist der ersten Generation. Und das sind 40er jetzt, das sind ungefähr 40er. Also das, was ich gerade reingeschraubt habe. Also wenn zum Beispiel hier die Niedervolt-Halogen ausgetauscht wird, dann kann es passieren, dass der Trafo zu stark ist. Also dann kann es passieren, dass der Trafo das nicht annimmt, weil er zu wenig Last zieht. Dann fängt er an zu flackern. Aber prinzipiell haben wir eigentlich damit keine Probleme. Die gibt es auch in den sogenannten kleinen, schmalen Kerzenlampen. Die gibt es auch in den kleinen Kerzenlampen. Da müsste ich mal gucken, ob aber ich da noch wir einen haben davon keine mehr. Die sind schon alle weg. Ja. Also in der ersten Viertelstunde hatten wir schon mindestens 100 Lampen ausgetauscht. Also die Leute standen kurz vor 10 vor der Bibliothekschlange. Weil es nichts kostet, oder? Nee, weil es vernünftig ist. Das ist alles umsonst. Ja, das ist umsonst, ja. Das ist nicht umsonst, das ist kostenlos. Kostenlos. Umsonst. Was ist die nächste Aktion? Ja, gute Frage, mal sehen. Wir werden voraussichtlich das Restbudget von der Agenda, das dieses Jahr übrig bleibt, auch wieder für so eine Aktion hernehmen. Genau. Die Agenda hat heute mit dem Tausch von Glühbirnen einen ersten Schritt getan, der außerordentlich erfolgreich war. Und ich denke, wir werden erneut dieses Problem aufgreifen, um dem Bürger vor Ort greifbar einen Schritt in die Hand zu geben, wie man seine persönliche, familiäre Energiebilanz verbessern kann. Recht, vielen Dank.